Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Anno 1701. Mein Name ist Mark Smile und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gameplay. Wohin geht es? So, wir verkaufen den erstmal unsere Steine. Willst du mir ein Geschäft vorschlagen? Ja, aber er will keine Backsteine. So, ich brauche mal ein bisschen Werkzeug von dir. Nicht viel, aber nur etwas, okay? Meine Hilfe ändert nichts daran, dass du die Augen vor der drohenden Gefahr verschließt. Habe ich nicht. Nun habe ich mich an deinem Unglück mitschuldig gemacht. Musst du nicht. Alles easy, mein Freund. Take it easy. Wir machen das schon. Wir ruckeln das Kind. So, wir gehen erstmal her. Leider ist die Insel nicht so groß und wir müssen wirklich alles kompakt halten. Also, ich würde vorschlagen, damit wir noch mehr Materialien zurückbekommen, würde ich einfach vorschlagen, wir nehmen die ganzen Sachen jetzt mal hier weg. Die Mine ist auch weg, das ist auch weg. Genau. Das erinnert nur noch an die alte Mine, der Weg. Der ist aber für uns uninteressant. Genau. So, sehr gut. Und jetzt gehen wir her. Ist das Schiff vorhanden? Oh, ja, jawohl, es ist schon da. Sehr gut. Jetzt nehmen wir, ich würde vorschlagen, warte mal, wir nehmen, warte, lass mich mal kurz überlegen. Genau, wir sind stehen geblieben. Wir wollten eigentlich, ich würde erstmal Werkzeug herstellen. Die Werkzeugherstellung ankurbeln. Aber wie machen wir denn das am dümmsten, ohne dass wir so viel Platz verlieren? Genau. Eine Handelsroute fehlen die Waren. Genau so würde ich das machen und nicht anders. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Genau so würde ich das machen und nicht anders. Genau. So, und dann können wir nämlich... Ich schaue mal gerade, wie viel Menge verfügbare Rohstoffe... Unbegrenzt, unbegrenzt, Habibi. Wir können hier schöpfen, bis der Arzt kommt. Und natürlich brauchen wir Waffen. Genau. So, das haben wir. Jetzt noch die passende Straße dahin. Und dann hier rüber. Vergiss bitte nicht, dass wir Horatio im Voraus bezahlen müssen. Ja, ich weiß. Ich versuche hier alles, um den Handel wieder aufzukurbeln. Jetzt bleib erstmal ruhig. So. Wir können los. Du kommst jetzt mal hier rüber. Und wir versuchen mal, diese Steine loszuwerden in deinem Raum. Genau. Jawohl. Und dann gehen wir mal in den Handel, in die Handelsroute. Handelsroute 1 und Handelsroute 2. Wäre möglich, ja, könnten wir machen. Ich würde eher vorschlagen, wir nehmen den Kontor als 1 und Stützpunkt. Warte mal, was macht er denn da? Konto auswählen. Ich würde gerne den Konto nehmen, ja? Von hier nach hier. Ja? So einfach. Vom Stützpunkt tust du Alkohol ausladen. Und da tust du den aufladen. Genau. Und was kannst du denn noch mitnehmen? Du könntest noch mitnehmen. Im Stützpunkt brauchen wir noch. Eine Handelsroute fehlen die Waren. Kannst du ausladen Werkzeug und hier kannst du Werkzeug einladen. Genau. Was brauchen wir denn noch im Stützpunkt? Was wir hier produzieren werden. Erstmal nichts. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Holz, doch, Holz. Holz kannst du mit drüber nehmen, Holz.
Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren Holz mehr her. Und hier kannst du es aufladen und darüber bringen, wenn es da nötig ist. Und das zentralisiert sich da. Und von da aus verteile ich die Güter. Würde ich gerne die Güter wo überall hin verteilen. Ne? Genau. So, die sind erstmal safe hier. Handelsschiff, ahoi. Okay. Ich würde das gerne nochmal beobachten. Handelsschiff, ahoi. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Just one second, ja. Wir gucken uns gleich die ganze Sache an. Jetzt wird wahrscheinlich den Alkohol da ausladen. Das Honorar genau. Für Horatio hätten wir jetzt beisammen. Jawohl. Soll ich aufbrechen, um ihn hierher zu bringen? Ja, bitte. Hervorragend. Schnell. Ich beeile mich. Bin Mach bald das. Mit Horatio wieder hier. Sehr gut. Oh, wir sind jetzt nochmal einen Schritt vorangekommen. Die Aufgabe Erfinder gesucht wurde gelöst. Das ist schon mal prima. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Nein, bitte nicht. So. Dann hätten wir nochmal. Was könnten wir denn noch hierüber verlagern? Die Kühe, dass sie saftige Weiden haben zum Beispiel, ne? Ne? Das wäre natürlich ideal. Mal hier saftige Weiden für die Kühe. Uns fehlt aber das Holz. Komm, Holzmeister. Gib Gas. Wir brauchen Holz. Backsteine haben wir genug. Die können wir von überall her transportieren. Auf einer Handelsroute werden keine Waren befördert. Ja. Jetzt mach dir nicht ins Hemd. So. Genau. Der nächste kommt nämlich hier hin. Und dann sind sie autark da draußen, weil die werden nur benutzt, um natürlich Werkzeug herzustellen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ich meine, Entschuldigung, Fleisch herzustellen. Und das Fleisch könnten wir natürlich dann auch mit dem Handelsschiff selbstverständlich dann auch rüber transportieren. Und ja. Das Problem, wir haben nur die Azteken und die Azteken, die benötigen gar nicht so viel Werkzeug. Aber wer weiß, wer noch auf dem Spiel kommt. Und deswegen lassen wir es mal so laufen. Und ich hoffe, dass wir hier ertragreicher sind mit dem Fleisch wieder drüben. Weil es ist schon knapp. Eine knappe Nummer. Es ist schon eine knappe Nummer, ja. Da bin ich wieder. Oh, und ich komme nicht allein. Okay. Hier ist er, der berühmte Erfinder und Wissenschaftler Horatio. Sehr gut. Schön, dass du den mitgebracht hast. Ja. Finn hat von euren archäologischen Requirierungskomplikationen erzählt. Ja, die habe ich. Ich kann schlecht Kiemen an eure Hälse montieren, aber ich habe zufällig etwas entwickelt, als ich letztens in der Badewanne... Ja, naja, ich nenne meine Erfindung übrigens Taucherglocke. Taucherglocke, gut, hört sich gut an. Allerdings musst du mir erst eine Werkstatt bauen, in der ich mich schön ausruhe, wo ich mich auf den Bau der Taucherglocke konzentrieren kann. Herrlich, gut, damit du deine 10 Tonnen Alkohol trinken kannst. Aber du kannst mit Geld genauso wenig umgehen wie ich. Ja. Das nennt man gut investieren, ne? Ja. So, warte mal. Warte mal. Kühe haben wir. Wir brauchen natürlich einen Schlachter. Mal ideal, guck mal hier. Ideal. Dann hast du noch immer Platz hier für andere Sachen noch. Und der Schlachter freut sich. Na komm. Uns fehlen nochmal 3 Werkzeuge.
Und eine Werkstatt für den... Aber wo finde ich denn jetzt eine Werkstatt da? Ach so, hier. Erfinderwerkstatt, siehst du? Du brauchst eine Erfinderwerkstatt. Der Erfinder... Erfinderwerkstatt. Genau. Oh, du da bist hast schon sie. Fertig. Natürlich. So schnell. Ja, dann kann's ja losgehen. Aber ich benötige Eisenwaren und Holz für die Konstruktion der Taucherglocke. Eisenwaren auch noch. Aber Eisenwaren solltest du eigentlich da haben. Wir sind na bereit. Na gut. Ich guck mal, warte mal. Du kannst schon mal mit... Du, ich habe ja noch einen... Ich würde gerne hier ein größeres, kleines, das ist Goldmünzen. Kanonen brauchst du dafür, Stoffe. Fehlen die Waren. Ja, ist ja gut. Wir sind bereit. Dann komm mal hier rüber, wenn du bereit bist. Und du auch, bitte. Wir sind bereit. Ei, ei. Genau, wir haben noch zwei Schiffe mit wenig... Mit Wind, sage ich schon. Das Problem ist einfach, wenn alles wegtransportiert wird, da hast du halt nicht viel auf dieser Insel, ne? Und zum Bauen musst du halt immer warten, bis wieder was da vorhanden ist. Wir können los. Und dann nimmt er natürlich jetzt alles mit, was produziert worden ist, ne? Der ist es aber auch nicht. Auf einer Handelsroute werden keine Waren befördert. Ist ja gut, ich hab's ja verstanden. Es ist ja auch gar nicht mein Anliegen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen diese Betriebe. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Erstmal außer Betrieb. Weil wir haben erstmal genug Holz. Eine Ware wird knapp. Und Essen auch hier, das kann alles, diese Betriebe können erstmal alle stillgelegt werden. Den Jäger würde ich auch gerne stilllegen. Der Jäger. Weil im Moment ist es wirklich so, dass wir genug produzieren und das Geld nicht für diese Dinge ausgeben müssen. Genau, so, das haben wir schon mal gesichert. Ja, kommt noch, ein Moment. Just one second. Bin dabei, wir sind dabei. Wir können auch die Bilanzen erstmal in Ruhe stellen. Damit wir erstmal Plus machen, bis sie wirklich gebaut werden. Dauert ja noch einen Moment. Da ist ja unser Schiff. Wir sind bereit. Hat immer 5 Holz, hat es immer dabei, ja? Ist ja auch nicht schlimm, solange die Betriebe da sind und wir sie dann wieder hochfahren können, ist das ja in Ordnung, ne? Man muss ja. Ich sag einfach mal. Bereit. Ah, ist schon wieder weg, egal. Ist es denn nicht voll hier schon, das Lager? Nee, noch nicht eigentlich, nein. Kapitän auf der Brücke. Aber der Azteke kauft doch nichts, das ist das Problem. Er macht nichts. Ich habe da noch eine Idee. Wir gehen mal hier rüber mit dem Schiff. Und lassen erstmal hier ein bisschen was die Menschen arbeiten, sodass sie hier alles auffüllen. Ach so, genau, ja. Das können wir ja noch machen, genau. Wir sind bereit. Der kann ja immer wieder in seine Handelsroute kann er immer noch wieder auch hier ein bisschen Eisen rauspacken und da einpacken. Aber nicht viel. Ich würde eher vorschlagen, wir nehmen immer 2 mit und fertig. Und dann wird das der. Geht das immer so ein Stück. Stückweise dann. Geht's dann halt immer rüber. Genau.
Auf einer Handelsroute werden keine Waren befördert. Und dann ist das ja stückweise, geht es dann nach oben. Ach, sehr gut. Jetzt haben wir sogar unseren Konto erweitert und da passen jetzt noch mehr Waren rein. Aber erstmal würde ich gerne. Nimmst du ein bisschen Holz bitte mit? 40 Holz und nimmst mal ein bisschen Werkzeug mit. Genau, nimm mal ein bisschen Ziegeln auch mit. Wer weiß, wozu die gut sind. Na, ist gut so. Genau, und dann kommst du mit. Bereit. Dann kommst du mal bitte hier rüber. Die Insel muss nämlich auch erobert werden. Die schreit nur förmlich danach. Oh, sieht das schön aus. Schaut euch mal das an. Herrlich. Und es geht voran. Also. Wir stellen. Ich würde auch gerne die Waffen verkaufen. Die würden bestimmt eine Menge Geld bringen. Aber. Das ist aber irgendwie nichts so. Wir könnten auch. Genau, ich würd gerne hier nämlich die nicht nur die Kühe hier hinbringen, sondern auch den Metzger und alles, weißt du, was man da so. Hier hast du noch genug Essen, ey, die haben so viel Futter. Die haben es gar nicht nötig. Okay, du kannst aber die Glocke schon mal. Diese Werkstatt ist ganz passabel. Eine Ware wird knapp. Jetzt kannst du die herstellen. Passabel, Mann. Die habe ich für dich aufgebaut. Da musst du mir die Hände und Füße küssen dafür. Minimum, Sahbi, Minimum. Jalla, komm hier rüber. So, sehr gut. Jetzt ist es so. Kniet nieder in Demut, denn einst stand hier der Tempel des mächtigen Feuergottes Huetiotl. Um seinen Zorn nicht zu erregen, brannten die Opferfeuer Tag und Nacht. Also, auf einer Handelsroute werden keine Waren befördert. Handelsschiff, ahoi. Um es ganz einfach zu machen. Wir haben. Wir wollen dich eigentlich hier sehen. Hier, genau hier. So, komm mal hier rüber. So, wir haben auch eine Sache haben wir nicht getan. Wir verkaufen Waren. Nein, Warenübersicht. So, verkaufen. Wir verkaufen. Wir verkaufen alles, was wir besitzen. Quatsch, nein. Ziegeln würden wir auch gerne verkaufen. Was haben wir denn im Überfluss? Nahrung auf jeden Fall würde ich gerne, da würde ich gerne so viel behalten. Holz würde ich gerne viel verkaufen, bis ich nur noch 20 habe. Und was haben wir denn noch im Überfluss? Im Moment nichts, ne? Also. Eureka! Es ist vollbracht. Hier ist sie, meine Taucherglocke. Rauf damit aufs Schiff, dann kannst du deinen ersten Tauchgang wagen. Hoffe, das Ding ist wasserdicht. Wir sind Mach bereit. Ich gleich. Endlich! Mit der Taucherglocke an Bord können wir diese versunkene Stadt nach dem Auge des Drachen durchsuchen. Lass uns sofort damit beginnen. Dafür müssen wir erstmal den Sturm besänftigen, würde ich sagen. Na, sonst geht das ja natürlich nicht. Und dafür benötigen wir wiederum Lampenöl. Und der muss durch die Waljagd herbeigeschafft werden. Gut, sehr gut. Warte mal, jetzt pass mal auf hier. Das muss jetzt nämlich schnell gebaut werden. Bevor das Schiff wieder herkommt und alles mitnimmt. Also, einmal der Metzgerbetrieb. Dann haben wir gesagt. Eine Handelsroute fehlen die Waren.
Ach, mir fehlen jetzt... Ach nein, oder? Nee, oder Goldmünzen. Ich hab kein Gold mehr. Na toll. Ihre Bevölkerung sehnt sich nach Gemeinschaft. Ach, Gemeinschaft auch noch. Nee. Hör mir bloß auf, du. Wir wollen noch Gemeinschaft haben, sagt er noch, ja. Dann könnten mal mehr Bürger hier. Auf einer Handelsroute werden keine Waren befördert. Wie wär's, wenn du dir mal einen kaufst, ne? Das geht natürlich nicht hier. So, wir können noch mal einen Weg gehen. Bahnen. Jetzt geh doch mal deinen Weg hin, ne? Hab ich keine Kohle mehr? Bringen wir die Taucherglocke rasch aufs Schiff und suchen wir das Auge des Drachen. Ja, machen wir gleich. Danke. Das machen wir gleich. Also, wir haben auch keinen großen Handel leider hier. Das ist das Problem. Wir können los. Eine Handelsroute fehlen die Waren. Wir können eins machen. Wir können die Steuern erheben etwas. Um wieder an Geld zu kommen. So. Ja, mein Freund. Da, ihr müsst tief in die Tasche greifen. So. Holz ist eigentlich auch nicht mehr nötig auf dieser Insel. Obwohl. Also aber zumindest der hier zum Beispiel nicht oder so, ne? Das kann alles hier das hier zum Beispiel, Ziegelsteine, ne? Den Betrieb, den können wir doch... Ein Warenvorrat geht zur Neige. Den können wir doch eine Handelsroute fehlen die Waren. Was ist denn das? Gebäude abreißen? Nein. Das müssen wir nicht abreißen, Quatsch. Aber die Folge ist schon wieder zu Ende, liebe Leute. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Es hat mich gefreut wieder, das war eine tolle Folge. Kurz ein Review machen. Wir haben jetzt hier alles instande gebracht. Ja, guck mal hier, da, das ist wunderschön. Aber haben wir denn nicht genug? Weiß ich nicht. Hier zum Beispiel, das könnten wir auch ausschalten. Ne? Hier, das hier zum Beispiel, warte mal. Den könnten wir erstmal Waffen, kauft erstmal gar keiner von uns und den könnten wir auch ausschalten. Auf einer Handelsroute werden keine Waren befördert. Hätten wir hier auch, brauchen wir das erstmal auch nicht, weil wir ja genug Futter haben. Und wir könnten jetzt wieder ein bisschen Kohle machen, ne? Ja. Da muss man immer abwiegen, was braucht man und was braucht man nicht. Hier haben wir die Tauchglocke, ne? Ja. Nee, sieht wirklich gut aus. Sieht wirklich fantastisch aus. Also, liebe Leute, ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.